100 Weggefährten gaben Hans Jucker heute in Affoltern am Albis die letzte Ehre. Nur wenige Tage nach seiner Pensionierung war Hans von uns gegangen. Mit erst 65 Jahren. Viel zu früh. Ja, Hans, das mal ist es schwierig, deinen Ratschlag zu befolgen. Das halten wir aus. Wir sitzen heute alle da ziemlich fassungslos und traurig und können es fast nicht glauben, dass du uns so früh für immer verlassen hast. Sonst bist du doch auch immer einer von denen gewesen, die am längsten geblieben sind. Hans, Jucker, kurzfristig können wir Tränen fast nicht zurückhalten. Morgen und übermorgen aber langfristig werden wir bestimmt alle immer ein Lächeln auf den Lippen haben, wenn wir an dich denken. Und weißt du was, Hans? Das ist noch gut. Wie kein anderer verband Hans die Seriosität der Berichterstattung mit einem humoristischen Ton. Die Schweizer Sportlandschaft verliert eine große Persönlichkeit. Und das Schweizer Fernsehen einen langjährigen, einzigartigen Freund.